Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von The Last Guardian. Der letzte Part war wirklich emotional ein richtiger Abfuck für mich. Trico, ja, hat schon viel einstecken müssen, sehr viel sogar. Und wir haben es endlich geschafft, hier mal ihn wieder auf die Beine zu bekommen. Er ist aber jetzt natürlich überall voller Blut und ja, ich wollte eigentlich darauf warten, dass wir nach oben irgendwie ankommen und ich ihn dann sauber machen kann. Weil ich ja nicht weiß, ob wir jetzt noch mehr angegriffen werden, aber ich kann einfach nicht sehen, dass er jetzt hier so blutet. Ich probiere mal, ihn jetzt ein bisschen sauber zu machen. Er steht da jetzt hier gerade so wie angewurzelt. Ich sage mal er, ich weiß nicht, ob es ein er, eine sie ist oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es süß, unser Tricolai. Na mach, das mach ich nochmal sauber. Wie er drauf wartet, ne? Ist hier noch mehr Blut? Ich sehe gerade nichts, es ist ein bisschen dunkel hier. Na gut, Trico, können wir weiter oder? Der Weg scheint da lang zu sein, dann gehe ich mal hier runter. Der Junge schafft's ja wieder nicht. Also unser Junge hier. Stockdunkel. Mach mal kaputt hier, die Scheiße. Ich will mal wissen, ich weiß gar nicht mehr, ob man das kaputt machen konnte. Bin ich mir nicht sicher. Wow. Er macht jetzt nicht mehr so eine Strahlen, sondern so eine richtigen Elektrobomben. Krass. Ich probiere es nochmal. Das ist einfach. Ich wollte nochmal testen, ob man das aufmachen kann oder nicht. Nö, kann man nicht. Ist einfach nur ein Wegweiser, okay. Da nach oben. Trico, warte. Ich sehe schon wieder, er will abhauen ohne mich hier. Warte. Jetzt kannst du abhauen. Was ist denn los? Ist da irgendwas? Geh mal dahin und du blutest da, ich sehe es. Nein. Dahin. Der hört nicht auf mich. Okay, und jetzt lädt es und hat sich aufgehangen oder was? Nein, okay. Wow, ganz, ganz sachte. Was machst du denn da? Wo gehst du hin? Lol. Ich habe jetzt nichts gemacht. Er ist jetzt einfach dahin gegangen. Wow. Ist dein Ernst jetzt? Ist das dein Ernst? Warum bist du denn jetzt wieder hier zurück? Also das Vieh kann aber auch nicht auf mich hören, ne? Jetzt spring da raus und dann bleib da bitte. Ich warte einfach mal. Ja, ist gut, mach mal. Dann kann ich dich auch endlich draußen noch ein bisschen sauber machen. Du hast ja überall Blut noch. Alter. Ja, ist ja gut. Na geh. Er will nicht auf mich hören. Was? Los. Der guckt nach links. Will er da lang? Ich mache jetzt einfach die ganze Zeit, bis er da hoch geht. Weil das müsste eigentlich noch ein Weg sein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir hier irgendwo hinkommen. Ich sehe nämlich nichts. So, jetzt sehe ich was. Jetzt bin ich auf dem Kopf, was er nicht so mag. Und jetzt? Hm. Ich kann hier nicht so wirklich mich umschauen. Das ist gerade doof. Vielleicht darunter? Das müsste er eigentlich schaffen können mit seinen Flügeln. Das Problem ist, ich sehe einfach nichts. Ja, ist ja gut. Okay. Er kommt zwar hier durch, aber das war's auch schon. Kann ich hier runter? Wenn ich jetzt hier runter gehe, sterbe ich bestimmt. Ich muss ihn wahrscheinlich führen oder so. Geh mal runter, Junge. Junge, geh runter. Seh nichts. Ja, ist ja gut, ich will aber runter. Lass mich jetzt.
Jetzt kann ich mich wenigstens mal ein bisschen umgucken. Wenn ich jetzt da runterspringe, sterbe ich dann? Die Frage kann ich nur beantworten, wenn ich es ausprobiere, ne? Oh mein Gott! Der Junge ist doch so bescheuert! Er rollt da noch runter! Oh Mensch! Nee, der Junge, ich hasse ihn. Ich denke mal, wir müssen hier den Weg finden. Da gibt es nämlich nichts, was wir machen können. Das sieht sehr zerstörbar aus. Bumm, dann können wir da rüber. Okay, Draco, warte, bevor du jetzt abhaust ohne mich. So, jetzt kannst du rüberspringen, wenn du magst. So, ich mach so das Blut mal hier sauber. Ich soll. Ach, Tricoline. Hä, warum bin ich denn jetzt hier unten? Das verwirrt mich gerade. Lass dich mal kurz pflegen. So, hier ist du erstmal sauber. Oh. Das ist schwierig, ihn hier sauber zu machen, weil er jetzt diesen Art Spiegel da hat und. Ja. Und Trico sich unbedingt jetzt nach links bewegen muss mit seinem Kopf, dass ich da nicht rankomme. Ist das jetzt sauber? Weg? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier was ist. Du musst dich aber auch immer dahin drehen, wo ich bin gerade, wa? Was ist los? Dreh dich mal kurz weg. Wie soll ich dich denn sauber machen? Du bist mir vielleicht einer. Ah, wie er sich da genau hindreht. Ich soll. Das sieht sehr komisch aus. Das gefällt dir. Das ist wie bei unserem Hund. Wenn ich ihn da vorne kraule, dann das gefällt ihm auch richtig. Ich soll. Ach Mann, Junge. Trico, ich will dich doch da putzen. Fast geschafft. So, jetzt. Ich denke mal, jetzt reicht's, oder? Jetzt kannst du ruhig weiter. Ich habe so viel sauber gemacht, wie es geht. Ach, hier ist ja auch noch was, Mann. Wo kommen denn die ganzen Flecke auf einmal her? Warum hat er jetzt einen Pfeil im Arsch? Nicht Pfeil, Speer, Mann, ich verwechsel die Kacke mal. Wie kommt denn das jetzt schon wieder zustande? Das habe ich nicht gesehen. Merkwürdig. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe alles rausgezogen. Hab irgendwas verpasst. So. Und jetzt hier noch. Ich möchte ja nicht, dass du hier überall Blut hast. Das tut mir ein bisschen weh. So, hier ist auch noch was. Ich soll. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig jetzt gerade, aber das muss sein. Das muss einfach sein. Kann ich wahrscheinlich gleich wieder machen, aber na gut. Jetzt kannst du mal bitte da durch. Na geh jetzt. Ja, du brauchst jetzt nicht so gucken. Spring jetzt da rüber. Hui. Wir haben es geschafft, nach 3 Jahren. So, jetzt gehe ich mal runter, damit ich mal selber hier gucken kann, wo wir hin können. Was sind das schon wieder? Leuchtende Blumen? Oder was? Hä? Okay. Trico, warte mal. Hier gibt's auch. Nee, hier gibt's keinen Weg, okay. Ist eine Sackgasse, ich wollte nur sicher gehen. Oh, weia. Wo sind wir schon wieder gelandet? Oh, fuck. Alles okay bei dir da oben? Bitte greif mich nicht an und töte mich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mach das kaputt oder so. Schieß darauf. Aber lass mich in Ruhe, bitte. Bitte. Versuch mal. Oh, das geht ja wirklich. Gott sei Dank. Sind wir jetzt noch Freunde? Guck mich nicht so an. Oh, ja, komm. Du hast mich nicht gefressen. Dankeschön. Ich soll, ich
soll. Oh, ist das süß. Oh, gib mir den auch. Ich will den auch so knuddeln. Das ist ein süßes Tier. So, gut, dass wir das kaputt machen konnten, sonst hätte er mich jetzt wahrscheinlich wieder angegriffen. Das wäre nicht so schön gewesen. Ach, das leuchtet nur wegen der Sonne, okay. Draco! So, wo müssen wir jetzt? Oh. Kannst du das kaputt machen? Das wäre voll geil. Von hier aus? Mach mal, das schaffst du locker. Bam! Oh mein Gott, das klappt nicht. Das ist jetzt aber ein bisschen kacke. Ach du Scheiße, warum klappt denn das nicht? Muss ich näher ran, oder? Oder das ist ein Schutz, dass er das nicht kaputt machen kann. Das wäre natürlich richtig kacke. Oh, oder ich muss genau treffen. Das natürlich, ja, ist auch schön. Jetzt, Draco, jetzt! Na toll. Kannst du mal schneller schießen? Jetzt komme ich gar nicht mehr ran. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt, Draco. Draco, jetzt! Yeah. Sehr schön. Da ist noch eins. Ob wir das treffen, ich weiß nicht. Mal gucken, wie gut du zielen kannst. Ich sehe nichts mehr. Okay, er hat es getroffen. Super. Sehr schön. Also deine Treffsicherheit ist nicht schlecht. Immerhin etwas Positives an dir. Oh, nein, Spaß. Ist ja auch ein schlaues Tier. Da ist immer noch Blut. Warte! Was ist denn da oben? Warum führst du mich da nach oben? Warte. Wetten, wenn ich jetzt oben bin, dann geht er da runter. Dein Kopf ist auch irgendwie schmutzig, kann das sein? Ups. Ich weiß nicht, warum er hier nach oben mich jetzt gebracht hat. Muss ja einen Grund haben, oder? Ach, sieh mal einer an. Noch mehr von diesen Kackdingern. Vielleicht trifft er von da unten, ich weiß nicht. Einfach schon mal ein bisschen hier sauber machen. Bam, weg mit dem Scheiß. Stört eh nur. Da oben sind noch mehr so eine Kackteile. Ich weiß nicht, ob ich da hochkommen kann. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Sehen wir gleich. Einfach mal kurz warten. Und? Yay! Oh, das ist ein bisschen gefährlich, wenn hier diese Splitter runterfallen. Komm mal hoch hier. Das schaffst du doch. Und das Monster kam nicht hoch. Doch. Oh Gott. Scheiße, hat mir den Kopf gegeben. So, Draco, jetzt kannst du weiter. Und? Ich warte mal. Das macht er automatisch meistens. So, die Dinge haben wir kaputt gemacht. Okay. Ja, ich kann mich nicht so richtig umsehen, weil er jetzt hier rumspringt wie ein Irrer. Ich sehe immer noch ein paar Flecken. Blut, das ist Blut. So, und jetzt? Guck mal, was da noch ist. Ich sehe was, was du nicht siehst und das stört mich. Ich sehe jetzt nicht, ob er darauf zielt. Okay, super. Schön. Kannst den Kack hier wegmachen. Und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Also okay. Ich habe immer Angst, wenn er so rumquietscht. Dass er irgendwelche Probleme hat. Ich denke mal, wir müssen da lang, oder? Da, wo diese Augen sind, müssen wir jetzt wahrscheinlich da hoch klettern. Huch, wo bist du denn? Geh mal hier hoch. Wir müssen ja Draco anweisen, wo wir jetzt hin wollen.
Darum sind die Augen auch da. Das muss halt der Weg sein. Die sind nicht umsonst da. So. Hüpf mal. Am Kopf ist er auch verletzt gewesen. Scheiße, ich muss ihn mal gründlicher sauber machen. Aber das sieht man nicht, weil es da so dunkel unten war. So, meistens springt er ja automatisch weiter, deswegen, ich warte mal. Oh Gott, wo bist du schon wieder? Ah, oh Gott. Wie so ein Dummy fliegt er da rum. Sieht sehr merkwürdig aus. Oh Gott, passt du da durch? Ja. Komischerweise ist es genau passend. Alles okay? Was ist los? Was ist denn los? Ist hier irgendwas oder? Guckt so komisch. Ich gehe mal kurz runter, weil wenn ich auf ihm drauf bin, merke ich nichts, sehe ich nichts und das ist doch gar nichts. Er guckt mich wieder an, als ob er mich essen möchte. Ist hier unten vielleicht irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Er wird uns ja sicher folgen. Hoffe ich mal. Draco! Wo sollen wir jetzt hin? Na du? Gibt es da einen Weg überhaupt, wenn ich jetzt hier mit ihm draußen stehen würde? Nein, das ist voll der Abgrund. Okay, das scheint nicht der Weg zu sein. Komm mal mit. Wir müssen bestimmt irgendwie hier so rumspringen. Ich habe keine Ahnung. Das sieht so aus, als ob wir da oben weiterkommen können. Da sind so eine Wege, die wir benutzen können. Ich weiß aber nicht, wo er da raufspringen soll. Huch, hör doch mal auf mich. Er visiert schon was an. Ey, wartest du mal bitte. Wo willst denn du raufspringen da? Ach du Scheiße. Ich hoffe, das Ding hält uns. Boah. Ich habe ein bisschen Angst, dass das uns nicht halten wird. Okay. Oh, wie Draco das machen kann, da so genau da drauf zu springen. Respekt an dich. Respekt. Und jetzt lass mich raten, ich muss weiter. Ja, natürlich. Mit dem Jungen, der so super springt. Oh, war ja. Das kann ja lustig werden. Eins, zwei. Das geht noch weiter. Yay, die Freude kommt auf. Und zap. Oh Gott. Na, siehst du, er springt schon fast daneben. Eins, zwei. Ja, hör auf, du Kuh. Scheiße, es geht ja noch weiter. Mhm. Und jetzt beim letzten verkacke ich, ne? Okay. Ist noch nicht ganz vorbei. Ich bin noch nicht safe. Yay, wir haben es mal geschafft. Nur um die Tür aufzumachen, ey, toll. Oder das Tor. Je nachdem, wie man es nennen möchte. So. Dann kann Draco jetzt weiterkommen. Und dann geht's hier weiter. Ach du Scheiße, bis da nach oben. Halleluja. Na komm. Hier bin ich. Wo guckst du denn hin? Ja, ist ja gut. Ich gehe schon mal nur auf dich rauf, damit wir schneller vorankommen. Dazu müsstest du auch mal rausgehen. Vielleicht. Geh raus hier. Was machst du da? Wie willst du denn jetzt hier drin springen? Na geh! Oh mein... Ach so, er macht Anlauf! Hui! Und schafft es auch kaum! Ach, oh mein... Los, Draco, Draco, du schaffst es! Fall nicht immer runter! Zeig mal, dass du was drauf hast! Komm! Komm, komm, komm! Oh, Gott sei
fliegt ja überall runter, das Vieh. Ja, ist ja gut, Tricky. Hast du gut gemacht. Ja, ich bin stolz auf dich. Du hast es geschafft. Bist nicht abgestürzt. Warum machst du nur so komische Geräusche? Ist irgendwas los? Aua. Ey, nicht so unsanft hier. Kinder first. Ich gehe mal lieber schnell rauf, bevor er jetzt wieder anfängt wegzuspringen. Ich weiß ja nicht bei ihm, was er für einen Schaden hat. Der haut immer ab. Jetzt geht's weiter nach oben, wie es aussieht. Na dann, auf, auf! Er bestätigt es noch und macht nichts. Traurig. Na komm! We're addicted! Ja, du guckst da nach oben und jetzt springen. Ja. Mhm. Trico. Willst du nicht? Aber wir müssen noch da hoch. Denke ich mal. Ja, du brauchst dich mich angucken. Ja, da, da. Okay. Trico, hör auf mich, bitte. Er macht Schritte. Ja. Oh Mann, ich bin so froh, wenn er sich mal bewegt. Zack. Darum mussten wir diese scheiß Augen wegmachen, damit wir überhaupt hier weiterkommen. Oh, das ist ein bisschen höher als die anderen. Schafft er aber locker. Sehr schön. Und... Hepp. Yay. Und jetzt müssen wir da rufen, oder was? Wie willst du das ohne Anlauf schaffen? Warte mal. Ich hab Angst. Ich glaube, da fallen wir runter. Oh. Tun sie ihm weh? Warte. Junge! Guck mal, die schmeißen auf ihn. Die Scheißviecher. Ihr seid doch so kacke. Ihr seid so kacke. Und du bist auch behindert, Junge. Warum kannst du nicht mal richtig zielen? Und da. Mach mal, Mann. Die tun ihm weh. Du machst die Spielerchen. Toll. Ist voll kacke. Der wird mich hier gleich... Nicht streicheln. Du sollst sie töten, Mann. Ziel. Ziel. Und jetzt bitte. Bitte. Jetzt muss es klappen. Der Erste muss sterben. Los. Kerle, ey, weg hier. Geht doch. Alles klar bei dir? Ich hoffe, die haben dich nicht getroffen. Ich möchte mit. Falls du springst, möchte ich mit. Hui. Ich hoffe, die haben ihn nicht getroffen. So, sieht nicht so aus. Okay, wir können weiter. Ich hoffe, du schaffst das. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob du das schaffst. Außer du nimmst Anschwung und ja. Okay. Ich denke, es ist auch dann die letzte Aktion, die wir machen für heute. Eins, zwei. Viel Glück, Trico. Viel Glück. Wuhu! Oh Gott. Wow, was zum? Der ist ja voll dagegen geknallt. Das war ein bisschen zu viel Anschwung, oder? Au. Der ist doch voll gegen die Wand geklatscht. Shit. Ach Mensch, Trico. Das war jetzt ein bisschen zu doll, ne? Ein bisschen zu doll. Lass mal runter jetzt hier. Der Junge ist immer so unkontrolliert. Alles klar. Oh, wie süß. Eins, zwei. Den Kack runter. Und dann können wir weiter. Sesam, öffne dich. Endlich. Und dann können wir hier auch noch weiter hoch. Das ist sehr schön. Langsam sehen wir die Spitze. Ganz langsam.
So, ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.